Veteraner seid von mir gegrüßt. So, heute ist Spieltag der dritten Liga. Unsere Jungs spielen gegen den FSV Zwickau um 14 Uhr und zwar nicht, wie übrigens ursprünglich gemeldet wurde, auf Platz 11, sondern im Weserstadion. So, und wie sieht die Situation bei uns aus? Natürlich ganz klar, sehr prekär. Das ist gerade nach der Niederlage beim Halleschen FC. Und aber trotzdem, man hat noch die Hoffnung, auch die berechtigte Hoffnung, wie ich finde, auf den Klassenerhalt. Ich habe mir gerade mal eben die Tabelle angeschaut, der dritten Liga. Es sind jetzt noch nur 3 Punkte auf den Relegationsplatz 18. Da steht zurzeit der Chemnitzer FC drauf. Und das heißt also auf Deutsch gedacht, Chemnitz müsste verlieren. Und wir müssen natürlich heute unsere Horrorserie von 24 Spielen in Folge ohne Sieg endlich mal beenden. Und dann haben wir auf jeden Fall noch die Chance, zumindest mit der Relegation die dritte Liga zu erhalten. Also es lohnt sich noch weiterhin, unseren Jungs auf jeden Fall die Daumen zu drücken. Und ich finde, das hat die Mannschaft auch verdient. Die letzten Spiele waren ja gar nicht mal so schlecht, aber es ist halt eben so, wie so oft, man hat es einfach nicht geschafft, sich für das halt eben, was man auf dem Platz ohne Frage geleistet hat, auch adäquat zu belohnen. Naja, unsere Profis, die können ja auch ein Lied davon singen, haben wir auch lange genug ja so nicht hinbekommen. Aber jedenfalls, die Mannschaft ist auf jeden Fall, ich finde, die Mannschaft hat auf jeden Fall eine gute Qualität. Und nur halt eben, man schafft es einfach derzeit nicht, sich wirklich für das, was man ohne Frage auf dem Platz leistet, auch richtig eben zu belohnen. Und das muss jetzt anders werden. Und dafür muss halt eben heute ein Sieg gegen den FSV Zwickau her. Und ja, wie schon gesagt, also das Spiel, zumindest meine ich jedenfalls, dass es im Weserstadion stattfindet. Also jedenfalls auf der Seite von Telekom Sport heißt es Weserstadion. Der Weser-Report hat dagegen Platz 11 geschrieben. Aber die Meldung vom Weser-Report, da will ich dann sowieso, gerade bei Werder Bremen, will ich dann mal so ein bisschen mit Vorsicht genießen. Ja, die haben auch beim letzten Mal auch geschrieben, dass Fridolin Wagner wegen einer Sperre fehlen würde und dabei hat er trotzdem gespielt. So, aber jedenfalls heute auf jeden Fall unsere Jungs, die Jungs von Sven Hübscher, dass die Mannschaft auf jeden Fall heute diese Horrorserie von 24 Spielen in Folge ohne Sieg, dass diese Horrorserie endlich belohnt wird. Dass diese Horrorserie, dass die in Folge von 24 Spielen in Folge, dass die endlich mal beendet wird, sondern dass man dann wirklich mal sehen kann, die Mannschaft kann auf jeden Fall was, die Mannschaft hat eine gute Qualität und die Mannschaft kann auch wieder Spiele gewinnen. Also das muss heute auf jeden Fall passieren. Und dann hat man auf jeden Fall zumindest noch die Chance, über die Relegation die Klasse zu erhalten. So, und ich das heißt also heute Daumen drücken für die U23. Und das Spiel natürlich heute ab 13:45 Uhr gleich zu sehen bei Telekom Sport. So, und noch eine gute Nachricht gibt es auch noch. Philipp Barkwede hat ja seinen Vertrag bei uns für weitere 2 Jahre verlängert. Also eine sehr gute Entscheidung. Und man steht auch bei den Profis vor der Verpflichtung von Kevin Mühlwald vom 1. FC Nürnberg. Also da bahnt sich ein echter Knüller an. So, aber das war es jetzt auf jeden Fall heute. Ich werde mich dann morgen wieder mit einer Nachlese zum heutigen Spiel unserer zweiten Mannschaft gegen den FSV Zwickau. Und bis dann heißt es jetzt an Dornbrücken für die Mannschaft von Sven Hübscher. Und bis dann, lebenslang grün-weiß. Ciao, ciao.